So, das waren jetzt die Preise, diese Preisübersicht. Ja, und ihr werdet sehen, die Sachen sind nicht günstiger als in Deutschland, eher tendenziell teurer. Entscheidung, Planung, Auswanderung. Ein herzliches Hallo, hier ist Ron von Nächster Halt Freiheit. Am Freitag, den 3. Mai 2024, nach dem in vielen Teilen Deutschlands verheerenden Unwetter, also allen, die betroffen sind, drücke ich kräftig die Daumen, dass es mit dem Aufräumen, mit der Versicherung, mit dem allen klappt. Es tut mir echt leid, ich habe heute Morgen die Bilder gesehen, eine Katastrophe. Und das Tolle ist, einem Deutschen wird ja in Deutschland nicht so geholfen, siehe Ahrtal. Aber dieses Politische will ich jetzt einfach sein lassen. Wichtig ist auch einen wichtigen Hinweis habe ich heute. Beim Aufräumen des Autos habe ich jetzt gerade von der letzten Ungarnfahrt was gefunden, nämlich das aktuelle Lidl-Prospekt. So, jetzt möchte ich euch nochmal eine Übersicht bieten, wie die Preise eigentlich sind bei beispielsweise Lidl. Und da kommen natürlich immer so Leute, die sagen, ja, man geht auch nicht in Lidl einkaufen in Ungarn, man geht in den einheimischen Laden. Ich krieg aber viele Sachen auch da nicht. Und Lidl muss ja wettbewerbsfähig sein, von daher sind die Lidl-Preise eigentlich die normalen oder sogar günstige Preise in Ungarn, weil sonst würde Lidl nämlich kein Geschäft machen. Nur mal so ein Hinweis für Schlaumeier. Also, jetzt habt ihr einfach Fakten, die ihr von mir bekommt, nämlich die aktuellen Lidl-Prospektpreise der vergangenen Woche. So, hier ist das Lidl-Prospekt. Und jetzt wollen wir es mal kurz durchgehen. So, wir haben jetzt hier beispielsweise, also ihr werdet sehen, die ganzen Sachen sind eigentlich so teuer wie in Deutschland, respektive tendenziell noch ein bisschen teurer. Also, wir haben frisches Fleisch von 6,25 auf 4,80 Euro runtergesetztes Kilo. Dann haben wir Salami statt 1,50 1,04 Euro pro 100 Gramm. So. Dann, ich würde jetzt nicht alles nennen, ich würde es mal einblenden und jeder, den es interessiert oder irgendwie, der kann ja dann auf Stopp kurz drücken. So, dann haben wir Käse statt 4,70 Euro, 3,40 Euro. So, Toilettenpapier bzw. Küchenrollen dürften es sein. Auf 1,30 für 4 Rollen. Dann Erdbeeren, 500 Gramm, 1,40 auf 1,70. So, 500 Gramm, was ist das, Türke irgendwie, das müsste irgendwie Hühnchen sein, 4,40 Euro, 500 Gramm. Ich werde jetzt nicht alles nennen, ich habe ja die Preise immer daneben geschrieben. Also hier Chababchichi für 480 Gramm, 3,70 Euro. Das ist Schweineschulter, schätze ich. 6,40 Euro Kilo. Hühnchenschenkel, denke ich. Hähnchenschenkel. 2 Euro. Das Kilo. Hätte ich wohl drin machen müssen. So, Mozzarella. Von 1,25 auf 86 Cent, 100 Gramm. Hier habe ich den Preis vergessen. Also auch um die 80 Cent. Pudding, 40 Cent, 125 Gramm Pudding. Das weiß ich nicht, was es ist. Also viele Marken sind auch die wohlbekannten Marken aus Deutschland. Kakao oder Ding irgendwie, Trink, 300 Milliliter, 80 Cent. Schlimme ist, ich habe ja die alten Preise noch im Kopf. So, 1,04 Euro ein Liter Milch. Butter dürfte es sein, 73 Cent,
95 Cent. 2,58. 1,54. 2,50 €. Putenfilet, denke ich, oder so. 4,80 €. So, dann haben wir hier Mais, Biomais, 1,30 €. Dann irgendwas Süßes, glaube ich, auf 2,08 €. Das ist, keine Ahnung, Hundefutter? Nö, das ist, also ihr seht es mehr, sind es, keine Ahnung, Vogelfutter? Keine Ahnung. 1,90 €, 1,30 €. Drinks. Aha, das ist eine TV-Werbung. Auf 80 Cent runtergesetzt. Das ist wieder was Ungesundes, glaube ich. Kirschensaft oder so. 1,70 €. Dann, das kennt man eigentlich nur in Ungarn. Dieses Red Bull-Ersatzgetränk hier. Munster. Ah, nee, das kennt man. Ja, der, ich habe das mit dem anderen verwechselt. Stimmt, Monster-Drink ist ja auch in Deutschland bekannt. Der kostet 1,10 €. So, 1,04 € Eistee und Freeway Cola gibt es für 80 Cent, 2 Liter. Jetzt wird es verhältnismäßig teuer für ein Angebot. Also ich meine jetzt weniger die Hundenahrung. Dose Hundefutter 1,40 €, aber diese 3A, also die Mini-Batterien hier, 3,90 € für 12 Stück, scheint mir viel. Da habe ich schon 24er Packungen gesehen beim Kaufland für 2 €. So, da gibt es hier Everyday Toilettenpapier. Toilettenpapier kann man sich auch merken. 5,20 € und Putzmittel. 6,51 €, 2,60 € und Domestos 3,90 €. Dann für Leute mit dem grünen Daumen. Fragt mich jetzt nicht, was für Blumen das sind. 10,42 €, das ist ein Gummibaum oder so, 7,80 €. Dann 3,10 €. Das ist eine Keramik-Blumen-Ding-Bums-Topf. Dann gibt es 7,80 €. Was ist das? Ist keine Ahnung. Hier unten 2,60 €. Und Chrysanthemen müssten es sein. 3,10 €. Ein Strauß. So. Jetzt gibt es ein Kinderbett. Ich denke mal nur die Bettwäsche ist das. 10,40 €. Dann, naja, keine Ahnung halt. 7,80 €. 9,10 €. 3,90 €. 6,50 €. Dann Stifte, sind das Leuchtmarker, 4,70 €. Okay, so ein Elektro-Tacker, der kostet 13 €. Eine Lötpistole oder so,
So eine Heißklebepistole, glaube ich, 5,20 €. Dann Ersatztacker, Munition 1,80 €. Ja, und die Klebesticks da 2,10 €. Wenn ihr euch wundert, was da so klopft, der Nachbar kriegt neue Fenster. So, Gartensachen, ein Sprenkler, 7,80 €. Dann so Aufsätze für vorne 2,60 €. Dann ist es hier so ein Bewässerungs-, Besprenkelungscomputer, der kostet 26 €. 3,90 €. Dann Gartenkleinzeugs da aus Plastik, denke ich, 1,30 €. Und für den Gartenschlauch diese Dinger kosten 80 Cent. Gut, da drüben, das habe ich jetzt nicht ausgerechnet. Weil, zur Erklärung, ich habe immer nur die zweite Seite, weil das hat nämlich hier durchgedrückt. Dann habe ich gedacht, aber gut, das ist vielleicht für euch noch interessant. Nämlich so ein Rasenmäher, Parkside-Rasenmäher. Der kostet 70.000, 60.000 Forint. Müsst ihr jetzt selber ausrechnen. So, dann geht's weiter. Ja, mit Salami. Ups. Salami. 5,20 €. 500 Gramm Salami, 5,20 €. Dann, boah, wenn man so einen Fuß sieht. Das ist natürlich, das sind irgendwie so Innereien, Hühnchenereien oder halt bunt gemischt halt, alles Mögliche. Das ganze Hühnchen auseinandergenommen, denke ich. 1,46 € das Kilo. Okay, für den Backofen. Fertig Bolognese und Lasagne. Nee, Lasagne nur. Die kostet 2,10 €. Und hier, keine Ahnung, was das ist. 1,34 €. So, 5,20 €. Das dürfte so ein Anti-Mücken-Elektro-Ding sein. 9,60 €. Sitzpolster 10,40 €. Lampen 10,40 €. 2,60 € und okay, so Akkulampen, glaube ich, 2,10 €. Kleidung 7,80 €. 10,40 €. Mieterhöschen oder was ist es? 1,80 €. So Hosen gibt's für 13 €. Ja, hätte ich drin was machen müssen. So Sneakersocken hier, die kosten 2,60 € für zwei Dinger. Und es gibt hier noch andere Höschen. 6,50 € für fünf Stück. Dann für Mann. 3 Stück, 7 € Unterhosen. Sneakersocken, ah, voll die Männerfarben sind das hier. Ah, ich denke mal, das für unten dürfte für Damen sein. Oben für Damen, unten für Herren. So, 4,70 €. 10 €, boah, 10,40 €. Für so Dinger 10,40 €. Halte ich jetzt arg übertrieben. Das halte ich für arg übertrieben. Naja. Ich mache die Preise nicht, muss auch nicht kaufen. Kinderschuhchen 7,80 €. Nochmal so Pantoletten-Dinger da für 13 €. Ein Shorty-Schlafanzug. Ja, kann ich noch was erzählen? So, das ist jetzt ein paar Jahre her. Da gab es hier beim Lidl in Deutschland so ein Shorty. Der war dann runtergesetzt für einen Herrn. Da war vorne das Superman-Zeichen abgebildet. Naja, ich weiß nicht, wie ich das werten soll, aber diese Kassierin, die war dann total unsympathisch ab dem Tag, weil die hat mich angeguckt, hat gegrinst. Ich habe das Ding auch in 2XL oder 3XL gekauft.
Und dann guckt er mich an, grinst mich an. Also ich habe das sehr, als sehr, sehr persönlich empfunden gehabt. So, cooles Kleid für den Sommer. 25, so ein Overshirt, ein Ding da. Fragt mich jetzt nicht, was das ist. Jetzt. Blasenpflaster, keine Ahnung. Ah, habe ich den Preis auch für, also 9 Euro vor Rind. Nicht übersetzt, umgerechnet. So eine Abstreifmatte aus Kokosmaterial, 5,20 Euro. Geht weiter. Okay. Man merkt, die Draba ist nicht weit. Nämlich Angelzubehör. Angelzubehör. 13 Euro, dann so ein Messerchen, 4,70 Euro. 20,80 Euro. 31 Euro. Das kann ich jetzt identifizieren. Das ist ein Ferngleis, 2,80 Euro. 7,80 Euro. Und unten Bluetooth. Wozu braucht man ein Bluetooth-Ding für? Ich denke mal, um ein bisschen Musik zu hören beim Angeln, dass die, also keine Ahnung, Musik zu hören, dass die Fische verschwinden und nicht beißen. 15,60 Euro an Bluetooth, ich denke mal, Lautsprecher. So, jetzt gibt es was zum Essen. Gouda, 2,40 Euro. Dann Saft, 1,30 Euro. Dann Salami, 1,50, 200 Gramm. Dann gibt es so Blumen hier, 6,50, 5,20 pro Stück. Da haben sie jetzt die spanische Woche. 2,50, 4,20. So Käse, dreierlei Käse, aber ganz schön teuer. 4,40 Euro für 150 Gramm. Also das ist der Angebot oder halt Preis halt. So. Ravioli, frisch gemacht, denn wir Ravioli sehen halt so aus. 210. Und das sind so Oliven, eine Olivenplatte. Für 2,30 Euro für 210 Gramm. Boah. Heftig. Dann Chorizo, Salami, 1,60 für 100 Gramm. Gazpacho, eine kalte Tomatensuppe, 3 Euro, ein so Tetrapack, 3 Euro, Hammer. Schokoladendinger, ja, einmal angucken, einmal beißen, weg, 1,70. Jipsa, Sardellenfilets, 1,80. Knoblauch, Garlic Pickled, okay. So eingelegter Knoblauch, 2,60. Die unten Muscheln, 2,50. Und jetzt Wein. Wein, Vibe und Gesang. Gut, Vibe habe ich, singen kann ich nicht und Wein, nee, lieber nicht mehr. So, 2,10 Euro, 4,40 Euro. 2,60 Euro, 4,70, 4,20, 3,60 und 1,80. So, hier geht's weiter mit Wein. 2,60, 3,40, 2,60, 3,10, 3,90 und 3,70. Das war's. So, das waren jetzt die Preise, diese Preisübersicht. Ja, und ihr werdet sehen, die Sachen sind nicht günstiger als in Deutschland, eher tendenziell teurer. Weil wenn ich jetzt hier einkaufen gehe, günstig einkaufen gehe in Deutschland, dann nutze ich sehr oft das Angebot im Netto. Da gibt es nämlich am Freitag und am Samstag und so Freitag und Samstag Angebote. Die sind zumal teilweise 50% reduziert. Da kaufen wir Sachen. Weil, sagen wir mal so, wir sind noch in der glücklichen Lage, auch teure Sachen noch rein vom finanziellen her kaufen zu können. Das sehe ich einfach nicht mehr ein. Sondern wenn ihr seht, also wir gucken immer nach Angeboten und nehmen ja auch sehr viele Sachen auch mit. Das seht ihr auf unseren diversen
Angebotstouren so oder Einkaufstouren im Kaufland. Wir gucken immer nach Schnäppchen. Und wir haben jetzt auch diverse, auch im letzten Ausverkauf, diverse Gartenzubehörartikel dort gekauft. Zum halben Preis und teilweise auch mit 75% Rabatt. Also zum Viertel des Preises. Gut, da haben wir jetzt auch kistenweise Sachen in Ungarn. Weil sowas geht ja auch immer mal wieder kaputt. Und viele sagen, oder viele haben mich kritisiert und gesagt, jetzt will ich nach Ungarn, dann musst du die ungarische, den ungarischen Staat unterstützen. Also machen wir es mal so. Bevor ich in Ungarn lange rumsuchen muss, um mir also etliche Kilometer fahren muss, um irgendwas zu finden, bringe ich die Sachen lieber mit. Insbesondere wenn ich dann das zum sehr, sehr, sehr günstigen Preis bekomme. Man darf nicht vergessen, in Ungarn gibt es 27% Mehrwertsteuer. Das alleine verteuert die Sache ja auch ziemlich. Und ich habe jetzt, vielleicht kennt ihr das, so Lege klärt auf. Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Ich glaube, vom ZDF ist das was. Also dieser, ich glaube, Christian Lege heißt er, dieser sympathische Koch, der da immer die Sachen aus der Industrie halt quasi nachkochen möchte und zeigt, was in dem Zeug so drin ist. Und ja, zu meiner Schande muss ich gestehen, etwas, was ganz einfach zu selber zu machen ist, habe ich auch sehr oft gekauft. Also fertig gekauft, nämlich so diese schon fertig vorgeformten und gebratenen Frikadellen, die kannst du warm machen oder auch kalt essen. Die haben mir immer gut geschmeckt. Wenn ich jetzt aber, ich habe beim letzten Mal, vielleicht verlinke ich dieses Video dann von dem Lege. Ich habe mir mit meinem Schatz so ein Ding angeschaut. Da zeigt er mal, was da so reingemanscht ist, was für minderwertiges Fleisch da verwendet wird. Nein, danke. Und da diese, ich wollte gerade sagen, da dieser Mist ja mittlerweile auch schon unverschämt teuer geworden ist. Also ich zahle jetzt glaube ich auch schon 5 Euro pro Kilo für das minderwertigste Zeugs. Und das war sonst zu Friedenszeiten, war das ein Preis von, was haben die gekostet? Ich glaube 1,79, 500 Gramm oder so. 1,79, also 1,80 Euro, 500 Gramm. Jetzt kostet die Mist ja mittlerweile glaube ich, ja 2,50. Also 5 Euro, 5 Euro pro Kilo. Hammer. Sehe ich nicht mehr ein. Und wir machen, also wirklich, ich habe dann noch gestern, gut, das muss jetzt noch loswerden. Ich habe gestern ein ähnliches Video gesehen zum Thema Brot. Es gibt ja keine, keine gescheiten Bäcker mehr. Selbst bei uns im Dorf haben von 3 Bäckern, gibt es nur noch 2, einer hat aufgehört. Und der Nachbar hat bei einem Bäcker gearbeitet. Und der hat selber gesagt gehabt, ja, die haben jetzt jahrelang immer Fertigbackmischung verwendet. Ju, ich gehe doch nicht zu einem Bäcker. Und ja, ich habe Verständnis für Bäcker, die jetzt Mords unter Kostendruck leiden und diesen Kostendruck gar nicht mehr in die, also diese Wahnsinnspreissteigerung gar nicht mehr an den Endverbraucher weitergeben können. Aber wenn ich in den Bäckerladen gehe und nicht weiß, ob es jetzt dann kann ich gleich zum Netto gehen oder so und so aufgepacktes Zeug holen. Weil mit Brotmischung, mit Backmischungen arbeiten, nee. Also wir werden in Ungarn, werden wir zum einen so einen Außenbackofen machen, so ein Pizzading und so und alles. Und dann werden wir, ich besuche einen Vogel, dann werden wir Brot selber backen. So, und das, damit es sich lohnt. Also wir wollen es ja nicht verkaufen, aber dann werden wir die Nachbarn auch mit Brot, mit frisch gebackenem Brot beglücken. So, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Das war jetzt Ron von Nächster Halt Freiheit. Und wir wünschen allen einen schönen Freitag. Und zum Wochenende hin gibt es das lang angekündigte Video vom Nazi-Snap aus Babocha vom vergangenen Samstag. Ja, das war's jetzt. Und ich, ja, pack weiter Kisten. Tschüss. Hey Freiheit, was hab ich dich vermisst? Da wo's gestern dunkel war, brennt heut wieder Licht. Hab fast vergessen, wie das mit dir so ist. Die Welt war trist und so farblos ohne dich.